Damit herzlich willkommen zurück bei Gas Station Simulator. Hallo meine verrückten Tankstellenliebhaber. Wir sind zurück in Folge 6 mittlerweile. Und wir waren stehen geblieben bei unserer ersten Angestellten. Jawohl. Wir arbeiten unsere erste Angestellten ein. Finde deine Angestellte und weise ihm eine Aufgabe zu. Das machen wir jetzt. Wir suchen sie jetzt mal. Erstmal müssen wir hier aufbauen. Ist ja schon wieder hier. Ah. Ja, okay. Immer wieder alles sauber machen hier. So, hier ist das Müll. Das sieht ja hier schon wieder aus. Das geht ja gar nicht. Oh, jetzt hier zack, das Regal weg. So, alles klar. Dann wieder will man im Fix hier durch. Machen hier alles wieder schön schicki. Mal so gleich gucken, wie die Regale aussehen. Wenn wir Regale nochmal auffüllen müssen oder nicht. Wie sieht unsere Kohle überhaupt aus? 472. So, das läuft. So, hier. Das. So, das machen wir auch mal weg. Oh, ich hab gerade hier durchgewienert. Läuft die mir da durch? Gibt's ja nicht. Wo gibt's denn sowas? So, das, wo ist ein ja. Ach ja, da. Da ist der Sack. Ups, Entschuldigung. Hab ihr voll den Sack da reingeballert? Sie hatte ein Sack im Gesicht. Ein sogenanntes Sackgesicht. I'm sorry. Okay, Regale. Guck mal, hier vorne war 71. Oh, komm, da schmeißen wir mal 5 wieder rein und davon auch. Das sieht auch schon wieder schick aus. Was sagt denn hier? Was haben wir hier? 30. Packen wir nochmal 5 dabei. Nochmal 5 davon. Da schmeißen wir nochmal 5 rein. Davon 10. Und davon nochmal 5. So, das sieht auch schon mal gut aus. Perfekt. So, was sollen wir unsere Angestellte machen lassen? Kasse, tanken. Oder Werkstatt. Das ist nicht unsere Angestellten. Aber ich muss erst die Kunden bedienen. Es nützt nichts. Schönen guten Tag. Oh, Reifen habe ich eigentlich gekauft. Hoffentlich braucht die nur 2. Sonst hätte ich, habe ich Problem. Wenn die mir jetzt mehr als 2 Reifen braucht. Aber das sieht gut aus. Die braucht nur 1. Alles klar. Ein Reifenwechsel. Like the Formel 1. So, weg damit. Zack, jawohl. 9 drauf. So, das haben wir auch. Ach, das war's schon. Ein Reifen nur. Perfekt. Aber können wir direkt mal wieder Reifen bestellen. Wenn wir gerade schon hier sind. Brauchen wir Lieferung? Brauchen wir Produkt? Nee. Brauchen wir Autoteile? Und zwar Reifen. Wie viel nehmen wir jetzt? 3, 4. Einen haben wir noch. Ja, komm, wir brauchen die. Nützt ja nichts. Satzrennfeder nehmen wir auch noch einen dabei und Außenspiegel nochmal 2. Abfahrt. 570 haben wir gar nicht mehr. Okay. Reduzieren wir mal die Reifen. 400 ist auch zu viel. Lass mal die weg. 280, alles klar. Wobei die haben auch noch. Kommen nur Reifen. Alles andere haben wir ja noch. Davon haben wir noch welche. Außenspiegel haben wir auch noch. Passt. So, jetzt müssen wir unsere Angestellte suchen. Wo könnte sie sein? Wo könnte sie sein? Ah, neben ihren Wohnwagen. Okay, Moment, wo haben wir den, wo waren das? Okay, wir sollen gleich mal eben gucken. Jetzt kommt aber gerade die Lieferung. Die müssen wir noch abwarten. Ah, wo war denn der Wohnpark? Wo ist denn das? Ah, hier. Hallo. Aufgabenliste, Bezahlung, Angestellten lassen. Nee, Aufgabenliste.
Bedienen an der Kasse, bitteschön. Oder Renzi. Das ist Arbeitseifer. So will ich das sehen und nicht anders. Oder sei hier in einer Party aus. Ja komm, ich bin mal nicht so. Meine Angestellten sollen es ja schön haben. Was ist das? Bist du kaputt? Na gut, ich lasse die da mal stehen. Sonst heißt das, ich klaue hier Sachen oder so. Kommst du mal mit? Hallo? Mitkommen? Ah, schade. Hätte er klappen können. Na. Jetzt aber. Lieferung. Ja, ich komme ja schon, Meine Angestellte muss 8 Stunden arbeiten. Nein, ich brauche nicht so viel. Warte mal. Nee, dann mache ich nochmal. So, rein ins Lager, alles klar, gute Fahrt. Weh zu, Abflug. Los, mach dich vom Acker. Ich muss die Tür zumachen. Gute Fahrt, gute Reise. Lass den LKW stehen, Junge. Ah ja. Ich dreht ja auch voll durch. Oh, voll dagegen gerannt. So, Tür zu. Okay, dann kann ich mich jetzt unten an die Kasse ein. Wieso arbeitet die nicht? Läuft ja. Schönen guten Tag. Wie viel Liter haben wir noch? 74. Oh, wir müssen mal Sprit gleich bestellen. Yay, nice. So wird's gemacht. Gute Fahrt. Tschüss. Ja, du hast hier alles im Griff. Ne? Läuft ja bei dir. Läuft. Bezahlung. Ne, da klicke ich jetzt noch nicht drauf. 16,56. Muss ich jetzt schon draufklicken? Prämie. Alles bezahlen. Ja, wir bezahlen dich natürlich, wenn du dir eine 8 Stunden voll hast. Ja, die Zeitschaltuhr wird angehalten, wenn die Angestellten sich ausruht oder zwischen den Aufgaben wechselt. Schließlich sie keine Ahnung. Okay. Alles klar. Gut, 5 Stunden muss die Gute noch arbeiten. Schönen guten Tag, Ma'am. Was kann ich für sie tun? Oh, wollte mal eben. Reifen. Alle. Oh, irgendwann haben wir das Lager voll. So, was haben wir denn hier? Spiegel. Tür, Reifen. Was ist denn hier kaputt? Reifen nicht? Ja, doch, ein Reifen. Alles klar. Damit kennen wir uns aus. Ein Reifen. Zack, zack, zack. So wieder gemacht. Die Reifen weg. 9 drauf. Was heißt denn das? Okay, Spiegel. Spiegel ist heile. Okay, Kratzer noch. Alles klar. Das sieht aber auch schlimm aus. Oh ja, schön weg mal hier. Zack, einmal den weg. Machen wir den auch schön weg und den auch. Perfekt. Jawohl. Gute Fahrt, gute Reise. Tschüss. So, immer wieder auf von mir. Wo ist meine. Ist hier noch eine rum? Nee. Juti! Ah, oh, wenn nicht. Oh, Toiletten wieder schick hier. Okay, ich glaube, wir sollten. Oh, Toiletten kaufen. So, mir fehlt was. Und wir streichen. Und zwar die gleiche Farbe. Nee, stopp. Ja, Farbe auswählen. Hallo. Zurück. Abbrechen. Geht nicht. Na toll. Geht nicht. Ja, dann müssen wir mal eben einmal weiß grundieren. So, jetzt. Ich glaube, die hatten wir, ne? Standard. Ist das die richtige?
Ne, die verkehrte. Ich muss jetzt erst. Aber die da. Oh, da steht schon mein Kunde an der Kraftstoffsäule. Ja, lieber das. Oh, hier auch ein Fix. Da muss ich erst den Kunden bedienen. Nein, mach dich jetzt weg. Sprit wollte ich stemmen stellen, genau. So. Perfekt. Lass aber nochmal eben. 53 Zeitläufer. Lieferung. Kraftstoff. Und nochmal 100. Ne, das war jetzt zu schnell. Das hat jetzt nicht funktioniert. So, jetzt hat es funktioniert. Oh, wie motiviert sie ist. Soll ich die dann schon mal bezahlen? Ich guck mal, ob die dann irgendwie besser ist. Okay. Neue E-Mail, aber machen wir gleich. Schönen guten Tag. Wo ist der Schuh? Wo drückt der Schuh? Vorne. Platten. Das sehe ich schon. So. Den Reifen auch wieder weg. Den da dran gekloppt. Spiegel. Aber einfach noch ein Reifen. Ja, sicher. Dass sich immer die Reifen hier kaputt fahren, das ist ja Wahnsinn. Ich kann ja schon wieder Reifen bestellen. Ich hab hier einen Reifendurchgang, ey, das ist Wahnsinn. Ich glaube, den nächsten Angestellten werden wir für die Werkstatt einstellen. Und dafür müssen wir ein bisschen mehr verdienen. Ja, fix aufräumen hier. Ah, sieht das auch schon wieder am Anflug. Das läuft ja. Wie sieht es aus, regaltechnisch? Das sieht gut aus. Oh, hier können wir noch. Aber die wieder mit bei. So, schmeißen ran den Schlauch. So, das läuft auch. Kraftstoffanlieferung haben wir. Und der nächste Kunde für die Zapfe. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ei, okay, doch nein. Okay. So, E-Mail. Nochmal. E-Mail. Die Kunst der Anstellung. Ah, ja. Es ist halt über Logistik zu sprechen. Neffe, du bist ein Kind, kein Kind mehr, sondern bekommst jetzt zum ersten Mal die sprichwörtlich große Hose zu tragen. Also lass uns durchgehen, was du zu wissen musst. Erstens, du kannst niemanden einstellen, ohne ihn angemessen unterzubringen. Okay, das haben wir gemacht. Deine Angestellten. Was die Handhabung der Leute angeht, ist es ziemlich einfach. Du kannst sie entweder persönlich ansprechen oder durch ihre Personalkarte am PC, unabhängig davon, welche Methode du dich mit alle notwendigen Auswählungen, Möglichkeiten, Optionen und so gleich. Okay. Perfekt. So, das läuft. Hier stinkt. Da wollen wir nicht. Weggeworfen. Alter, sieht hier schon wieder aus. Eben durchgewienert. So, hier, zack, den noch weg. Den Abtritt noch weg. Das da auch noch. So. Das ist wahrscheinlich mein eigener. Er ist auch weg. So, hier, Müllbeutel. Er ist noch leer. Ah, ist wieder was drin. Raus damit. So gehört sich das. Ich will die Reifen bestellen.
Lieferung. Autoteile. Ja, 4 Stück. Nützt ja nichts. Motorölbatterie, da kommt später auch noch dabei. Eieiei. Ja, ich hoffe, die hat nur einen Plattfuß. Ne, die hat zwei. Ja, Ma'am, Sie müssen eben warten, das Auto kommt. Tschüss. Lass mal einfach mal stehen, ne? Jetzt kann sie ja nicht mehr abhauen. Was bedeutet dieser Balken? Muss mal eben gucken. Ja komm, gibt gerade nichts zu tun, machen wir eine Pause. Übernehmen wir dann. Angestellte. Ah, okay, wir können über Funk sogar erreichen. Ah, siehst du, jetzt sind sie wieder gleich engagiert. Okay. Katharina ist auf jeden Fall die Beste. Dann habe ich schon mal super eingestellt dafür. Perfekt. Dann lassen wir das auch so. Kleinen Moment, ich bediene die sofort. So. Oh, Band wieder sauber machen. Sehr schön. Einmal Popcorn, einmal Cakes und nochmal. Und die guten Pringles. Ja, super. Und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, der nächste. Und Band wieder sauber machen. So, zack hier. Nackenkopf so mit hier. Nächste und. Na? Nein, okay, das gibt's wieder gerade so raus. Ihr sollt es auch nicht bezahlen, das ist doch gratis. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Die schnauzen einen hier an. So. I was worried we'd be stranded. Ja, aus. Ich wünsche mir einen Wischroboter. Gibt es hier sowas? Gibt es hier in den Upgrade einen Wischroboter? Beantrage hiermit einen Wischroboter, bitte. Egal, was der kostet. So, jetzt streichen wir mal eben hier unsere die Säule. Die machen wir jetzt mal andersfarbig. War. Nein. Wie vielleicht? Okay, doch. Doch, geht. Läuft. So, Herausforderung. Fahrzeug betankt. 45 Fahrzeuge muss ich tanken. What the hell? Kunden bedienen 100. Junge, Junge, Junge. Oh. Kunde an Kassel, oh, Kunde an Kraftstoff, Werkstatt, alle da. Und Lagerhaus muss ich auch noch machen. Ei, ei, ei. Nein, jetzt verschwinde. So, ich muss mal kurz Lagerhaus. Ja, ich komme doch schon. Ja, sorry, ich muss die jetzt auch so aus der Pause wiederholen. So, ihr Gute geht wieder in der Arbeit, er ist wieder drin, perfekt. Jetzt schmeißen wir ins Lager. Yay. So, ihr seht zu, Gast weg, tschüss. Du mach dich vom Acker. So. Habe ich Tür zu? Ja, Tür zu. Okay. Wir könnten... Wo ist sie? Wo ist sie? So funktioniert die aber nicht. Wo sind die Angestellten jetzt? Ausruhen. Soll ich ausruhen? Ich habe die doch zurückgerufen. Eieiei.
Jo, alles klar, tschüss. So, ihr zeigt den euch der. Wo ist sie denn jetzt? Ich gar nicht, was los hier? Nix legt Pause ein. Bedienen die Kunden in der Kasse. Aktuelle Aufgabe ausruhen. Nee. Das geht doch nicht. Kundenwerkstatt. Ja, komm, einmal mit die. Oh, Zigaretten. Zigaretten muss man gleich bestellen. So. Hallo. Nein. Falscher Knopf. Ja, vorne. Vorne war der Platz los. Platz los. Ja, hier ist Reifen wieder runter, den wieder drauf. Rucki zucki, so wieder gemacht. So, nächsten Reifen für die andere Seite. Schon wieder zwei Reifen. Hat die aber einfach drei Platzfüße. What the hell? Was machen die hier immer? Ich verstehe das nicht. Warum? Oh, Tür, Spiegel auch noch kaputt. So, läuft. Gibt ja wieder ein Surplus-Paket hier. Mit dem Auto finanziere ich wieder zwei Reifen. Oh, mach plus. So muss das. So, neun Reifen drauf. Dann Spiegel. Nee, Spiegel nicht. Doch. So, zack, den neuen da rein. Und ein Kratzer. Einmal Lack entfernen. So, schön hier drüber gehen. Der ist weg. So, ja, dauert ein bisschen länger. Jetzt auch nicht so tief, fertig. 450. Perfekt. So, schnell wieder aufräumen. Kunden an der Kasse. Hey. Aber wo ist die? Soll arbeiten. Kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Wo ist die? Hallo? Wie ausruhen? Kommt nicht wieder, was ist denn da los? Muss ich die erst bezahlen? Kommst du jetzt? Immer noch ausruhen. Entlassen. Aber gleich fliegt die. Kasse, jetzt. Ah. Na los, wo bleibst du denn? Die Kunden warten. Na los, schneller! Hopp, 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 Bewegung! Uiuiuiuiui. Leute, schickt das Arbeitsamt, das glaubst du nicht. Oh, zu früh. No, sorry. Sorry, Officer, sorry. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist einfach nicht mein Tag. So. Muss immer wieder sauber machen. Hm. Gehen auch noch weg, den Fußabdruck hier. Auch noch einer. Weg damit. Und den Mülleimer. Hopp, raus damit. Naja, fast. Da war. So, können wir den Müllabfuhr wieder anrufen hier. Ich glaube, Müllabfuhr. Absolut. Ah!
So, wie sieht er hier aus? Bei Wendermann. Ups, wieder voll gekleckert. So, die noch, dann noch zwei Toiletten kaufen. Die sollten ja nicht so teuer sein, eigentlich. $40 Trinkgeld sollen wir noch behalten. Oh Mann. Na gut, das geht aber eigentlich klar. Immer diese Farbwahl, die Taste, ne? Schlimm. Werkstatt. Kraftstoff. Ich kann mich ja nicht filtern. Und vielleicht, ich stelle gleich noch eine fürs Tanken ein. Oder noch besser für die Werkstatt, das wäre optimal. Wenn wir da eine haben, die es echt gut kann. Wieder vier. Ein Autospiegel. Ein Entferner. Ja, 377 nützlich. Muss ja bezahlt werden. So. Aber 1, 2, 3 Blattfüße. Ja. So, schon mal die ersten. Und den schon mal fertig. So, weg damit, neuen drauf. Na, siehst du da wohl nicht. So. Oh nee! Guck mal, ich muss erst zurück. Geht nicht mehr weit. Achso, da sehe ich, dass der Rekord hat, okay. Oh, nö. Oh, ich muss mich beeilen hier, der Dude, der schmiert mir gleich meine Wände wieder voll. Ich schmeiß jetzt gleich im Reifen im Kopf. Oh ja, du Sock, ich schmeiß dich hier. Ey, hau dir ja Dinge ohne Ohren. Hau ab hier! Seht zu, dass du Land gewinnst. Ah, wie viel hat er angekritzelt? Dennis, gut, von wegen. Hat noch mehr angekritzelt? Oh, hier haben wir gar nicht gemalt. Haben wir noch gar nicht gemacht. Voll vergessen. Oh, die ganze Seite hier auch. Eieiei. Oh, da, ups. Dann noch fix wieder fertig. So. Lagerhaus. Ja, ich komme. Ich komm. Bin auf Weg. No. Lagerhaus schon wieder auf. Kann doch nicht wahr sein. Komme ich von hier auch nicht dran? Perfekt. So, raus mit dir. Ja, ihr Kumpel, bye bye. So. Danke schön dazu.
Und Abflug. Abstoff, Werkstatt. Aber Werkstatt ist fertig. So, alle. Nee. Leider. Noch ein Reif. Den haben wir drauf. Ja, so wird's gemacht. Oh, gute Fahrt. Reifen hier wieder einen kassieren. Wo liegt das Ding? Geht er gerade nicht. Hier irgendwas? Da. Den Reihenwurf jetzt? Wo ist er? Wer da? No! Drum, drum, drum. Was war da rein? Gibt gute Dinge. Da war ich stehen geblieben. Die Werkstatt muss man auch noch streichen, aber die Werkstatt entscheidet ihr. Also, schreibt bitte in die Kommentare, was die Werkstatt für eine Farbe bekommen soll. Und ob ihr auch eventuell mal Bock habt, Gas Station Simulator im Stream zu spielen. Auf Twitch live. Alles das schreibt am besten in die Kommentare. You suck. Was er meint. Putzi. So, die Wand noch, dann haben wir das schon mal fertig. Wieder, ey. So, Kraftstoff, kommt da jemand? Weiß ich nicht. Brauchen wir eine Toilette. Computer. Wie viel kostet du schon mehr? 97, ja, ist klar. Einrichtung. Ja. Warte. Oder 50 zweite Säule. Toiletten. Ja. Zweite Toilette. Nochmal zweite Toilette. Geht nicht. Warum geht er nicht? Was ist da los? Ja, das haben wir auch gekauft. Ah, Lager. Bestellung, genau. Die machen wir fertig. Produkte und zwar Erfrischungsgetränk. Ich auf jeden Fall. Orangensaft nehmen wir auch wieder. Lexempel im Angebot. Alkohol. Zigaretten. Mal das.
Autopflege können wir auch schon machen, ne? Aber das müssen wir nur aufstellen. Fast vergessen. Was? Nicht genug Platz? 435. Oh. Müssen Lager ausbauen. What the hell? Ja, komm dann. Dann stellen wir jetzt nur Zigaretten. So, angestellten Dekoration. Einrichtung da. Regale. War Autopflege. So, einfach Standard. Haltung. Mit Haltung? War mit Haltung? Nee, okay. Erstmal nicht. So, Regale. Autopflege. Autopflege würde ich sagen, packen wir hier hin. Wir gehen nochmal drehen. Nee. Alles klar. Aber nicht vom Fenster. So. Einstellen. Perfekt. Habe ich jetzt auch Autopflege gekauft oder nicht? Ich weiß nicht. Nee, aber nicht. Beiden machen. Ach, Lieferung ist unterwegs. Eine Pause. Ja, das war der erste Arbeitstag unserer Angestellten. Damit ist auch die Folge wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn da, lasst einen Daumen nach oben bitte da. Drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf einen Livestream auf Twitch mit Gasstation Simulator, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.